Es mag dich überraschen, dass einige der bösartigsten Tiere der Welt in kleinen Paketen daherkommen. Das soll nicht heißen, dass große Tiere nicht auch ein Wörtchen mitzureden haben, aber wenn eine Schnecke eines der bösartigsten Tiere der Welt ist, will jeder wissen, warum. Wenn du neugierig bist, musst du weiterschauen, denn wir zählen die 15 bösartigsten und feindseligsten Tiere der Welt auf. They must pull her out, or she will kill the pups. Nummer 15. Assassinenwanze. Vielleicht warst du schon einmal von Assassinenwanzen fasziniert und hast dich gefragt, ob sie beißen. Schließlich ist ihr Name schon faszinierend. Um es klar zu sagen, ja, einige beißen, um zu fressen, während andere beißen, um sich zu verteidigen, wenn sie provoziert werden. Du willst in keiner Situation von einer Mörderwanze gebissen werden. Um das zu wissen, musst du nur verstehen, dass ihr Name selbsterklärend ist. Diese Wanzen sind nicht nur Überträger der Chagas-Krankheit, sondern auch Mörder und Betrüger. Assassinenwanzen oder Mörderwanzen wurden unter anderem auch dabei beobachtet, wie sie das Geräusch von raschelnden Blättern imitieren und sich als Beute in einem Spinnennetz ausgaben. Diese Wanzen verwandeln sich in kleine Vampire, wenn sie das Ziel sehen. Sie infizieren ihre Beute mit einem lähmenden Gift und saugen ihr dann das Blut und andere lebenswichtige Flüssigkeiten ab. Halte Ausschau nach einer Meuchelmörderwanze oder halte dich so weit wie möglich von ihr fern. Nummer 14. Salzwasserkrokodil. Alligatoren sind furchteinflößend, aber sie sind nichts im Vergleich zu ihren schrecklichen Vettern, den furchterregenden Krokodilen, die noch reizbarer, schneller erregt und gewalttätiger gegenüber allem sind, was ihre Wege kreuzt. Außerdem sind sie viel größer und mächtiger als ihre Vettern. Die größte und gefährlichste Art der Welt ist das Salzwasserkrokodil, das im gesamten indopazifischen Raum von Teilen Indiens und Vietnams bis hin zu Nordaustralien vorkommt. Diese bösartigen Raubtiere können eine Länge von 7 Metern und ein Gewicht von über 900 Kilogramm erreichen und töten jedes Jahr Hunderte von Menschen. Tatsächlich ist die gesamte Krokodilpopulation jedes Jahr für mehr menschliche Todesfälle verantwortlich als Haie. Natürlich sind sie weniger schwer zu fangen als Haie und es ist viel einfacher, ein Krokodil zu entdecken als einen Hai, wenn du auf der Jagd nach einem bist. Viele Menschen sind nicht qualifiziert, um Tieftauchgänge zu unternehmen, aber Krokodile gibt es auch in leichter zugänglichen Regionen und viele Menschen sind unvorsichtig und denken erst an die Sicherheit, wenn es schon zu spät ist. Wenn du dich im Gebiet der Krokodile aufhältst, solltest du nicht mit der Sicherheit herumspielen. Salzwasserkrokodile sind besonders gefährlich, da sie sowohl in Salz als auch in Süßwasser schwimmen können. Sie können schnell angreifen und haben einen Bissdruck von 1600 Kilogramm pro Quadratzoll, vergleichbar mit einem Tyrannosaurus Rex. Wenn dich das noch nicht beeindruckt, solltest du Folgendes bedenken. Ein gut durchgebratenes Steak wird mit einem Druck von etwa 90 Kilogramm pro Quadratzoll zerkaut, was nur 5% der Stärke eines Salzwasserkrokodils entspricht. Wenn dich also ein Salzwasserkrokodil mit seinem Kiefer packt, ähnelst du dem Hackfleisch, das du im Supermarkt für deine Bolognese-Soße kaufst. Nummer 13. Tigerschlange. In dem Film Scarface nennt Tony Montana Elvira Little Tiger, was eine meiner Lieblingsszenen im Film ist. Die Tigerschlange ist unser nächstes gruseliges Krabbeltier. Und diese Schlange ist eigentlich kein wirkliches Krabbeltier. Solltest du jemals auf eine solche Schlange treffen, wirst du so schnell wie möglich vor ihr fliehen wollen. Du musst dir keine Sorgen um die Tigerschlange machen, wenn du nicht in Australien wohnst, dem Land mit den meisten Giftschlangen. Gelb, Orange, Oliv und Schwarz sind nur einige der Farben, in denen man diese Schlange sehen kann. Tigerschlangen halten sich am liebsten in der Nähe von Wasser auf. Daher findet man sie auch in Sümpfen und Feuchtgebieten. Diese Schlangen sind Selbstversorger und schließen sich nur mit anderen Schlangen zusammen, wenn es Zeit für einen kurzen Beuteruf ist. Da sie die Kälte nicht mögen, gehen sie nur tagsüber und in warmen Nächten auf Nahrungssuche. Wenn es draußen kühler ist, verstecken sie sich gerne unter großen Felsbrocken oder in Bäumen. Da sie bis zu 9 Minuten unter Wasser bleiben können, jagen sie am liebsten im Wasser. Sie halten sich am liebsten auf dem Boden auf, aber manchmal kann man sie auch in Bäumen baumelnd oder im Unterholz lauernd entdecken. Die Tigerschlange ist extrem giftig und ihr Gift ist auch für Menschen gefährlich. Nummer 12. Hyäne. Hyänen sollten eher respektiert als verachtet werden. Sie jagen ihre Beute lieber, als sie zu plündern. Sie haben riesige Gehirne und eine der komplexesten Sozialstrukturen aller Raubtiere und sind außerdem äußerst intelligent. Die Menschen glauben fälschlicherweise, dass Hyänen Aasfresser sind, die die meiste Nahrung von aufrechteren Arten wie Löwen stehlen oder sogar Gräber nach menschlichen Überresten durchwühlen. Aber das stimmt einfach nicht. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben in den 1970er Jahren herausgefunden, dass Löwen häufiger Hyänenabfälle geplündert haben als andersrum. In Afrika gibt es keine Population, die nicht mindestens die Hälfte ihrer Nahrung selbst jagt. Der Ruf als Aasfresser mag auf Streifenhyänen und braune Hyänen zutreffen, die beide viel mehr Aas verzehren.
aber es ist schwierig, ihn auf ein anderes Tier anzuwenden, das ein erwachsenes Gnu erlegen kann, das viermal so groß ist wie es selbst. Tüpfelhyänen haben deutlich größere Gehirne als die anderen beiden Arten, selbst wenn man ihren deutlich größeren Schädel berücksichtigt. Das macht Sinn, weil Tüpfelhyänen oft in großen, zusammenhängenden Gruppen vorkommen. Die kleinsten Tüpfelhyänen-Clans sind von der Größe her vergleichbar mit einem großen Löwenrudel, einem Wildhunderudel oder einem Wolfsrudel. Diese wiederum schließen sich häufig zu großen Ansammlungen zusammen. Jede Hyäne nutzt Geräusche, Gerüche und visuelle Anhaltspunkte, um die anderen Mitglieder ihrer Gruppe zu erkennen. Stell dir vor, du müsstest den Überblick über 130 verschiedene Hyänen behalten. So viele Mitglieder kann ein Hyänenclan haben. Hyänen haben kräftige Bisse und wenn sie zusammenarbeiten, können sie bösartiger sein als ein Löwenrudel oder ein Rudel Wildhunde. Nummer 11. Goldener Giftfrosch. Der Begriff Giftfrosch bezieht sich auf eine Vielzahl von leuchtenden, bunten Fröschen, die vor allem im nördlichen Südamerika vorkommen und von denen nur wenige Arten für den Menschen besonders gefährlich sind. Die tödlichste Art ist der goldene Pfeilgiftfrosch, der in einer begrenzten Region der Regenwälder entlang der kolumbianischen Pazifikküste lebt und etwa so groß wie eine Büroklammer wird. Es ist also kein besonders großer Frosch, aber manchmal haben kleine Pakete lähmende Werkzeuge. Sein Gift, das Batrachotoxin, ist so stark, dass ein einziger Frosch genug enthält, um 10 erwachsene Männer zu töten und schon 2 Mikrogramm reichen aus, um einen einzigen Menschen zu töten. Aber was die Amphibie besonders tödlich macht, ist, dass sich ihre Giftdrüsen unter der Haut befinden, sodass schon ein leichter Kontakt gefährlich ist. Du solltest diesen Frosch nicht küssen, wenn du ihn jemals von Angesicht zu Angesicht triffst, um zu sehen, ob er sich in einen Prinzen verwandelt. Denn der einzige Prinz, den du treffen wirst, ist der Prinz der Dunkelheit. Nummer 10. Wolf. Der Wolf kompensiert seinen Mangel an Größe, Kraft und Waffen durch Kooperation und Intellekt. Wölfe sind zum Beispiel kleiner und schwächer als Berglöwen, aber sie arbeiten zusammen, um Tiere zu jagen, die sie sonst meiden würden. Es ist bekannt, dass einzelne Wölfe massive Beutetiere überwältigen können, aber ihr Vorteil liegt in ihrer Fähigkeit, als Gruppe zusammenzuarbeiten. In unserem Thumbnail sieht dieser Wolf fast wie ein Werwolf aus. Ich scherze nur, aber sieh dir diese Zähne an. Und mir tut dieser Hund leid, denn seine letzten Tage sind gezählt. Wölfe stellen ihre Beute auf die Probe, indem sie visuelle Hinweise, das Gehör und den Geruchssinn nutzen, um jede Schwäche oder Verwundbarkeit zu finden. Wölfe sind ausdauernde oder jagende Raubtiere, im Gegensatz zu Raubtieren, die aus dem Hinterhalt über ihre Beute herfallen und einen plötzlichen, intensiven Energieschub haben. Sie jagen ihre Beute über längere Strecken, manchmal sogar über mehrere Kilometer. Auf der Jagd arbeiten Wölfe zusammen, wobei verschiedene Individuen bestimmte Aufgaben während der Jagd übernehmen, die vor allem durch Alter, Geschlecht und soziale Stellung bestimmt werden. Wenn Wölfe in einem Rudel auf der Jagd sind, zeigen sie ihre beste Teamarbeit. Bevor sie losziehen, kann ein Wolfsrudel einen Elch, ein Karibu oder eine andere große Beuteherde tagelang verfolgen. In dieser Zeit jagen sie bereits, beurteilen die Herde und suchen nach Anzeichen von Schwäche. Und das ist erst der Anfang. Das Wetter und die Topografie können den Ausschlag zugunsten des Raubtieres oder der Beute geben. Deshalb müssen Wölfe eine Vielzahl weiterer Faktoren berücksichtigen, die die Jagd beeinflussen könnten. Huftiere zum Beispiel gedeihen in weiten Ebenen und können, wenn sie ausgewachsen und muskulös sind, selbst den schnellsten Wolf überholen. Verkrusteter Schnee oder Eis hingegen kommt den Wölfen zugute, deren große, runde Pfoten sich zu Schneeschuhen entwickelt haben und sie mühelos über die Oberfläche transportieren. Wie jeder erfahrene Wolf weiß, können Huftiere die Kruste durchbrechen und im tiefen Schnee begraben werden. Nummer 9. Steinfisch. Der Steinfisch, ein naher Verwandter der Skorpionfische, ist der giftigste Fisch der Welt. Der Steinfisch kann ein Gift injizieren, das einen erwachsenen Fisch in weniger als einer Stunde töten kann. Steinfische sind Meister der Tarnung und fügen sich so gut in ihre Umgebung ein, dass sie von Beutetieren, Räubern und sogar von Tauchern nur schwer entdeckt werden können. In ihrer bevorzugten Umgebung, den Korallen und Steinriffen, sitzen sie fast immer still auf dem Meeresboden und ihre Farben passen oft perfekt zum Untergrund. Bei einigen Steinfischen wurden sogar Algen auf ihrem Körper gesichtet. Diese Tarnung schützt sie zwar vor Fressfeinden, dient aber vor allem dazu, dass die Steinfische ihre Beute aus dem Hinterhalt erbeuten. Sie fressen andere Fische und einige bodenbewohnende Krebstiere, aber sie machen sich nicht die Mühe, sie zu töten. Stattdessen sitzen sie und warten darauf, dass ihr Abendessen geliefert wird. Steinfische schlagen zu, wenn ihre potenzielle Mahlzeit weniger als eine Körperlänge entfernt ist, nachdem sie stundenlang gewartet haben. Ihre muskulösen Kiefer und riesigen Mäuler erzeugen so viel Druck, dass sie unachtsame Beute mühelos und blitzschnell verschlingen können. Nummer 8. Kasuare. Kasuare sind die einzigen Mitglieder der Familie der Casuaridae, die zur Ordnung der Casuariformes gehört.
zu der auch der Emu gehört. In Gebieten, die sich über Teile Australiens und Neuguineas erstrecken, leben drei Arten, von denen jede viele Rassen hat. Der Kasuar ist dafür bekannt, dass er Menschen mit seinen Füßen tötet, die einen langen, dolchartigen Nagel an der innersten seiner drei Zehen haben. Der Vogel wurde schon gesehen, wie er mit einer Geschwindigkeit von bis zu 31 km/h über kleine Pfade im Dschungel rannte. Kasuare sind neugierig und greifen gelegentlich Menschen an. Aber Angriffe auf Menschen sind ungewöhnlich. Bei den Angriffen, die es gibt, geht es fast immer um Menschen, die um Futter gebeten werden. Kasuare haben von Natur aus Angst vor Menschen. Aber wenn sie provoziert werden, können sie sowohl Hunden als auch Menschen schwere oder sogar tödliche Verletzungen zufügen. Der Kasuar wurde schon mehrfach als der gefährlichste Vogel der Welt bezeichnet. Nummer 7. Riesentausendfüßler. Tausendfüßler sind schnell, können Glas erklimmen und zwängen sich durch unglaublich kleine Lücken. Es ist schwer, sie zu finden oder zu vergessen, wenn sie einmal entkommen sind. Fieber, Orientierungslosigkeit, Herzprobleme, Atembeschwerden und sogar der Tod wurden nach Bissen von Riesentausendfüßlern gemeldet. Während seiner Arbeit in Brasilien wurde ein Mann von einem scheinbar riesigen Tausendfüßler gebissen. Er musste über eine Woche lang im Krankenhaus bleiben und war die meiste Zeit in einem schlechten Zustand. Individuelle Allergien und Empfindlichkeiten können die medizinische Behandlung erschweren. Das Gift des Tausendfüßlers ist unbekannt. Deshalb sollten nur verantwortungsbewusste, erfahrene Erwachsene sie behandeln. Tausendfüßler produzieren chemische Reizstoffe und beißen mit giftigen Reißzähnen zu, wenn sie angegriffen werden. Maxillipeds oder Forcipules sind andere Namen für die Zähne, die modifizierte Anhängsel sind. Feinde werden durch die scharf zugespitzten Hinterbeine vom Kopf abgelenkt, die selbst Wunden hinzufügen können. Wenn du mich fragst, ist das ein hervorragendes Schutzsystem. Nummer 6. Zetzefliege. Die Zetzefliege, ein mikroskopisch kleines Insekt, das bis zu 1,8 cm lang werden kann und damit ungefähr so groß ist wie eine Stubenfliege, kommt häufig in afrikanischen Ländern südlich der Sahara vor, vor allem in den Ländern im Zentrum des Kontinents wie dem Sudan, der Demokratischen Republik Kongo und Angola. Während die Fliegen selbst bösartige, blutsaugende Wanzen sind, die sich normalerweise während der warmen Jahreszeit ernähren, ist ihr wahrer Schrecken die Protozoen-Parasiten, die sie in sich tragen, die sogenannten Trypanosomen. Die afrikanische Schlafkrankheit wird durch winzige Organismen verursacht, die neurologische Symptome wie Verhaltensauffälligkeiten und Koordinationsstörungen sowie Störungen des Schlafzyklus verursachen, die der Krankheit ihren Namen geben. Unbehandelt kann sie zum Tod führen. Es gibt zwar keine Impfstoffe oder Behandlungen, um der Krankheit vorzubeugen, aber zu den Vorsichtsmaßnahmen gehören das Tragen von farblich neutraler Kleidung, um die Zetze nicht anzulocken, das Meiden von Büschen am Tag und das Tragen von mit Permethrin behandelter Kleidung in abgelegenen Gegenden. Nummer 5. Kegelschnecke. Die Kegelschnecke ist ein 6 cm langes Wasserlebewesen, das in den Riffen des Indopazifiks vorkommt. Sie haben braune und weiße Schalen und fressen Fische, ob du es glaubst oder nicht. Wie schafft es eine so kleine Schnecke, einen Fisch in die Knie zu zwingen? Die Antwort darauf ist, dass sich deine Wasserabenteuer von nun an auf die Badewanne beschränken werden. Sie sind giftig. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern sehr giftig. Sie sind die giftigste von etwa 500 Schneckenarten und für zahlreiche Todesfälle verantwortlich. Sie verabreichen ihr Gift, das zu Lähmungen führt, mit einem furchtbaren harpunenartigen Zahn. Es gibt kein Heilmittel dagegen, daher ist die einzige Möglichkeit, das Opfer am Leben zu erhalten, bis das Gift nachlässt. Aber es ist nicht alles düster. Das Gift der Kegelschnecke hat Studien zufolge das Potenzial, in schmerzlindernden Medikamenten eingesetzt zu werden. Es hat sich gezeigt, dass es 10-mal stärker ist als Morphium. Man muss nur herausfinden, wie man es vermeidet, jemanden dabei zu töten. Wie du siehst, weißt du nie, wie mächtig oder schädlich etwas sein kann, ganz gleich wie klein es ist. Halte dich von ihm fern, wenn es seltsam aussieht und du es noch nie gesehen hast. Nummer 4. Todesstalker-Skorpion. Der Name des Todesskorpions, der wie aus einem Horrorfilm klingt, reicht aus, um jedem Angst zu machen, vor allem wenn man angenehme und kuschelige Haustiere mag. Dieses furchterregende Spinnentier aus der Wüste ist nichts von alledem. Mit seinem robusten Exoskelett und seinen bedrohlichen Zangen, ganz zu schweigen von seinem blitzschnellen Stachel, der eine Dosis tödliches Gift abgibt, ist der Todesskorpion für viele Menschen der Stoff, aus dem Albträume sind. Nicht umsonst gilt diese Art als eine der gefährlichsten Skorpione der Welt. Das Gift des Todesskorpions ist eines der stärksten aller Skorpiongifte. Obwohl sein Stachel unglaublich heftig ist, ist er für einen gesunden Erwachsenen selten tödlich. Nummer 3. Kugelameise. Obwohl die Kugelameise nicht aggressiv ist, sticht sie zu, wenn sie provoziert wird.
Wenn eine Ameise sticht, werden Chemikalien freigesetzt, die andere Ameisen in der Nähe dazu bringen, ebenfalls zu stechen. Laut dem Schmidt Pain Index hat die Kugelameise den qualvollsten Stich aller Insekten. Der Schmerz wird als blendend, elektrisch und wie ein Schuss aus einem Gewehr beschrieben. Die Stiche von zwei anderen Insekten, der Vogelspinne und der Kriegerwespe, sind ähnlich schmerzhaft wie die der Kugelameise. Der Schmerz eines Vogelspinnenstichs dauert weniger als 5 Minuten, aber der Stich einer Kriegerwespe kann bis zu 2 Stunden dauern. Der Stich einer Kugelameise verursacht Schmerzwellen, die zwischen 12 und 24 Stunden anhalten. Ponerathoxin ist das Hauptgift im Ameisengift. Ponerathoxin ist ein winziges, neurotoxisches Peptid, das die synaptische Übertragung im zentralen Nervensystem blockiert, indem es die spannungsgesteuerten Natrium-Ionen-Kanäle in der Skelettmuskulatur inaktiviert. Das Gift verursacht neben starken Schmerzen auch vorübergehende Lähmungen und unkontrollierbares Zittern. Übelkeit, Erbrechen, Fieber und Herzrhythmusstörungen sind einige der weiteren Symptome. Allergien gegen das Gift sind ungewöhnlich. Menschen werden durch das Gift nicht getötet, aber es lähmt oder tötet andere Insekten. Nummer 2. Löwe. Der Löwe ist eine riesige, muskulöse Katze mit kurzen Beinen und einem langen Körper. Die Größe und das Aussehen von Männchen und Weibchen unterscheiden sich erheblich. Das markanteste Merkmal des Männchens ist seine Mähne, die sich je nach Individuum und Gemeinschaft unterscheidet. Sie kann ganz fehlen, um das Gesicht herum gefranst sein oder voll und zottelig sein, den Hinterkopf, den Nacken und die Schultern bedecken und über den Hals und die Brust zu einem Pony entlang des Bauches führen. Bei manchen Löwen sind Mähnen und Fransen extrem dunkel, fast schwarz, was dem Tier ein prächtiges Aussehen verleiht. Männchen mit Mähne wirken größer, was dazu genutzt werden kann, Rivalen einzuschüchtern oder potenzielle Partnerinnen zu beeindrucken. Ein ausgewachsener Löwe erreicht eine Schulterhöhe von etwa 1,80 Meter und wiegt fast 200 Kilogramm. Löwen fressen eine Vielzahl von Tieren, von Mäusen und Pavianen bis hin zu Kaffernbüffeln und Flusspferden. Obwohl sie am liebsten mittelgroße bis große Huftiere wie Gnus, Zebras und Antilopen jagen. Geografisch gesehen und auch zwischen benachbarten Rudeln gibt es Unterschiede bei der Wahl der Beute. Es ist bekannt, dass Löwen Elefanten und Giraffen erbeuten, aber nur wenn sie jung sind oder sich nicht wohlfühlen. Sie verschlingen jedes Fleisch, das sie in die Finger bekommen, einschließlich Aas und frisch erlegte Hyänen, Geparden und Wildhunde. Löwinnen, die in offenen Savannen leben, jagen am häufigsten, während sich die Männchen oft von den Beutezügen der Weibchen ernähren. Männliche Löwen hingegen sind geschickte Jäger und jagen oft an bestimmten Orten. In Busch- oder Waldgebieten verbringen Rudelmännchen weniger Zeit mit den Weibchen und jagen den Großteil ihrer Nahrung selbst. Männliche Nomaden müssen in Sachen Nahrung immer autark sein. Niemand legt sich gerne mit einem Löwen an, denn er ist ein furchtloses Tier. Nummer 1. Honigbienen. Der Stachel einer Honigbiene kann dazu benutzt werden, einen Menschen oder ein Raubtier zu stechen. Für einen kleinen Prozentsatz derjenigen, die auf das Gift allergisch reagieren, sind Honigbienenstiche schwerwiegend und sogar lebensbedrohlich. Honigbienen stechen, um sich oder ihren Bienenstock zu verteidigen. Der Stachel ist mit Widerhaken versehen und befindet sich in der Nähe der Unterseite des Hinterleibs. Der Stachel ist ebenso wie der Giftsack, aus dem das Gift gewonnen wird, mit dem Verdauungstrakt der Biene verbunden. Der Giftsack und andere Teile des Bienenkörpers werden herausgerissen und zurückgelassen, wenn die Biene sticht, wodurch sie danach stirbt. Auch wenn die Biene stirbt, hat ihr Stachel eine schnelle Wirkung und wenn der Stachel nicht bald entfernt wird, verschlimmern sich die Symptome, da der Giftsack weiterhin Gift in die Wunde pumpt. Da der Stachel mit Widerhaken versehen ist, bleibt er häufig im Gewebe des Tieres stecken. Wenn eine Honigbiene sticht, sendet sie ein Alarmpheromon aus, das die anderen Arbeiterinnen des Bienenvolkes alarmiert. Dadurch werden mehr Bienen an den Ort des Geschehens gelockt, um das Bienenvolk zu schützen. Das ist die wahre Bedeutung des Kamikaze-Seins. Die meisten dieser Tiere sind furchterregend, auch wenn wir einige von ihnen kennen. Diejenige, die mir am meisten Angst macht, ist die Kegelschnecke. Welches Tier ist es für dich? Lass es uns doch in den Kommentaren unten wissen. So, das war unser Countdown der 15 bösartigsten und feindseligsten Tiere der Welt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns bitte einen Like und lass uns in den Kommentaren wissen, was du denkst. Schau dir auch unsere anderen Videos an und abonniere sie, um dabei zu sein. Klick auf das Benachrichtigungssymbol, damit du unsere neuen Videos siehst, sobald sie hochgeladen werden. Das war's für den Moment.